Hallo ihr Lieben und willkommen zum nächsten Escape Room Adventskalender-Türchen. Ich freue mich jetzt schon, weil ich richtig gelegen habe mit dem Text und dem 1 von 3 abziehen, dass wir Gang 2 nehmen. Wir haben das Bild gefunden und hier ist halt so ein schönes weihnachtliches Bildchen mit dem Tannenbaum und so weiter. Ne? Und wir machen das jetzt einfach mal auf und fahren mit dem 20. Dezember fort. Ja, richtig, ne? Aber müsste jetzt ja sein. Ja, sonst hätten wir das Bild ja nicht gefunden. Oh, ich das Rätsel schon sehe, krieg ich schon Krise. Ich lese aber erstmal vor. Sie starrten eine Weile ratlos auf die Briefe, bis Toni auf die Idee kam, von jedem Zettel immer abwechselnd ein Wort vorzulesen. Das führte sie zur zweiten Abzweigung, die sie dann einige Minuten entlang krochen, während das Licht der Taschenlampe langsam schwächer wurde. Je dunkler es dadurch wurde, desto mehr strengelte Mats sich an. Er hatte keine Lust, sich durch einen völlig schwarzen Gang zu tasten und dabei womöglich den Ausgang zu verpassen. Hinter sich hörte er Toni schwer und flach atmen. Ich dachte, das jetzt noch. Toni hörte hinter sich auch noch jemanden. Ja. Auch ihm selbst lag ein unsichtbares Gewicht auf der Brust, das seine Lunge in den Schwitzkasten nahm. Er hatte das Gefühl, als ob er nicht genügend Sauerstoff bekommen würde, egal wie gierig er die stickige Luft einsog. Sein Schädel schien zu klein für sein Gehirn zu sein. Es pochte in seinem Kopf und sein Körper schien flüssige Lava durch seine Adern zu pumpen. Klasse. Das Gift lässt uns wohl nicht mehr viel Zeit, dachte Mats, gerade als das honigfarbene Licht der Taschenlampe endgültig verlosch. Toni fluchte hinter ihm und schlug mit der Faust wütend an die Wand des Schachts. Blind tasteten sie sich um eine Biegung, als Mats mit einem Mal den Halt verlor und ins dunkle Nichts fiel. Er landete unsanft auf einem eichenfarbenen Parkettboden und als er sich vom ersten Schreck erholte, traute er seinen Augen kaum. Sie waren in einem großen Raum gerutscht, der völlig anders aussah als der Rest ihres Gefängnisses. In der Mitte des Zimmers strahlte ein festlich geschmückter Weihnachtsbaum, also der Raum, den wir gerade gesehen haben, an dem eine kitschige Lichterkette unruhig blinkte. Große blutrote Kugeln spiegelten die kleinen Lämpchen wider und auf der Spitze thronte ein goldener Stern. Unter dem Baum standen eine Holzkrippe und einige Pakete mit rotem Geschenkpapier und goldener Schleife. An der Wand wartete ein Klavier aus Nussbaumholz mit Noten, da erkennt man sofort, dass das Nussbaumholz ist, mit Noten auf jemanden, der ein Weihnachtslied spielen wollte. Und in eine Ecke schmiegte sich ein altes rotes Samtsofa. Es gab eine große schwere Tür aus dunklem Holz mit einem klobigen Griff aus Messing. Doch als Mats daran rüttelte, tat sich nichts. Wäre ja auch zu einfach gewesen, seufzte er. Mats und Toni verschwendeten keine Zeit und machten sich sofort daran, die Geschenke zu untersuchen. Mit schnellen Handgriffen rissen sie das Papier auf, doch darin fanden sie nur leere Kartons. Mogelpackungen. Nur ein einziges Paket hielt eine Überraschung bereit. Im kleinsten Geschenk steckte eine silberne Schatulle. Sie hatte ein winziges Zahlenschloss, an dem man 3 Ziffern einstellen konnte. Mats sah sich in dem Raum um. Der Code dazu könnte überall versteckt sein, stellte er entmutigend fest. Toni klopfte ihm auf die Schulter. Du musst ein bisschen glauben, sagte er und begann den runden Perserteppich vor dem Samtsofa hochzuheben. Das fällt mir tatsächlich schwer, seufzte Mats und betrachtete den Tannenbaum. Er musste an Lena denken, wie sie ihn schon die ganze Woche dazu überreden wollte, gemeinsam einen Weihnachtsbaum kaufen zu gehen. Sie wollten ihn in ihrem Wohnzimmer aufstellen, damit er gemeinsam mit ihr und ihrer Familie dort Weihnachten feiern konnte. Warum hatte er ihr nicht einfach die Freude gemacht? Ich und der liebe Gott stehen auf Kriegsfuß, erklärte er Toni, während er anfing, das Klavier zu untersuchen. Und Weihnachten habe ich eigentlich seit über 20 Jahren auch nicht mehr gefeiert. Oh, sehr traurig. Toni hielt kurz überrascht in das seiner Suche. Das ist wirklich traurig. Ne? Hm. Aber gut, wenn sein Vater zu Weihnachten umkommt, trotzdem, also dann schon. Der mochte den doch eh nicht. Toni hielt kurz überrascht in seiner Suche inne, sagte aber nichts. Er ließ Mats Raum, um seine Erinnerung zu sammeln. Der atmete so tief ein, wie er konnte. Dann schilderte er in kurzen Worten das letzte Weihnachtsfest, das er als Kind erlebt hatte. Er wusste nicht genau, warum er diese intimen Details teilen wollte. Vielleicht, weil er Angst davor hatte, mit einem völlig Fremden zu sterben. Ja.
Toni hatte ihm aufmerksam zugehört, dabei aber beständig weitergesucht. Und als Mats seine Geschichte beendete und Toni sein plattförmige Brandnarbe auf der Hand gezeigt hatte, klopfte er Mats erst verständnisvoll auf die Schulter, bevor er leise sagte: Schau mal, ich glaube, hier versteckt sich unser nächster Hinweis. Er deutete auf das Klavier, das wie ein Monster mit schwarz-weißen Zähnen auf sie zu lauern schien. Wo können Sie den Schlüssel für die Silberschatulle finden? 1 in der Krippe, 2 im Tannenbaum oder 3 im Klavier? Mhm. Das Bild, hier haben wir ein Notenblatt mit einem Lied. Und der Toni scheint so ein bisschen der Rätselspezi zu sein. Ne? Ja. Hat immer so oder der Böse. Er kriegt immer so einen Anfang. Wer weiß. Also nochmal die Antwortmöglichkeiten. Ne? In der Krippe, im Tannenbaum oder im Klavier. Ja. Das Lied ist von Franz Gruber, Stille Nacht, Heilige Nacht. Und darüber steht hier nochmal Alles nur Knabe. Mhm. Hier sind jetzt nochmal Stille Nacht, Heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht, nur das traute, hochheilige Paar. Mhm. Holder Knabe im lockigem Haar, Schlaf in himmlischer Ruhe. Mhm. Also das Lied. Alles nur Knabe. Das muss ja auch wieder irgendwas bedeuten, oder? Alles nur Knabe. Mhm. Ja, hier unten ist ja Holder Knabe im lockigen Haar. Kannst du ja mal gucken, also ich verstehe gerade gar nichts. Also ich bin leider bei Noten, bin ich leider sehr schlecht. Ich glaube auch nicht, dass du hier Noten lesen musst. Also dass du das können musst, weil man kann ja jetzt nicht von jemandem, der so ein Buch sich kauft, alles verlangen. Alles nur Knabe. Mal alles im Knabe ist nur was. Knabe, Knabe. Knabe, Knabe. Was mich halt stutzig macht, ist dort unten diese Notenaufteilung nochmal. Da hast du ja nochmal die komplette Notenreihe stehen. C, D, E, F, G. Aha. Aha, ja. Knabe. Die Noten halt. Gut. Also ich verstehe es halt gerade gar nicht. Ich bin ehrlich. So, ja, nö. Also, keine Ahnung. Ne? Also, das stellt uns gerade richtig vor eine Herausforderung. Ich habe auch nicht mal einen Ansatz von einer Idee. Man könnte höchstens, keine Ahnung, vielleicht die Buchstaben als in die Tonleiter mit einbinden. Also, was hier auf jeden Fall so ist, dass die Wörter, die hier oben extra nochmal hingeschrieben wurden, mit Alles nur Knabe, sind auf jeden Fall alle auch in dem Lied mit vorhanden. Ich finde hier das Wort alles, bei alles schläft. Ich finde das Wort nur, einsam wacht, nur das Traute. Ja. Und Knabe, Holder Knabe im und so weiter. Genau. Aber was ich dann damit anfangen soll? Genau. Wir wissen es nicht. Kein Plan. Wir werden jetzt auf jeden Fall mal noch ein bisschen rumrätseln. Ja. Und dann werden wir ja morgen ziehen, oder wir werden euch morgen dann sagen und zeigen, ob wir noch auf irgendeine Lösung gekommen sind oder ob wir tatsächlich uns mit dem Bild behelfen müssen. Genau. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen zum 21. Dezember und dann werden wir auch gemeinsam die Lösung erfahren, ihr Lieben. Natürlich nicht befriedigend, ne? Aber nee, ich will sowas dann auch rausfinden, aber ich bin hier gerade echt überfragt. Ich auch. Absolut. Ne? Dann macht's mal gut, ne? Dann bis morgen. Tschüss.